find some space. Willkommen zum zweiten Teil des Flugberichts, diesmal mit der North American P51. Wir sitzen hier im Cockpit und gehen die wichtigsten Instrumente und Bedienhebel durch. Auf der linken Seite der gelbe Klappenhebel. Dann die automatischen Systeme für die Kühlung. Die P51 hat zwei Kühlkreisläufe, die automatisch operiert werden. Bei den früheren Mustang-Versionen musste der Pilot die Kühlklappen manuell kontrollieren und betätigen, was natürlich einen großen Aufwand für den Piloten darstellte. In der D-Version, wie wir sie hier haben, ist dies automatisch gelöst mit einem Thermostaten. Dann immer noch auf der linken Seite der Throttle, also der Gashebel, und weiter unten der Mixture. Das ist sehr einfach bei der Mustang Mixture. Die Stellung ist entweder auf Full Ridge oder dann auf Normal, dann wird alles selbstständig gemacht. Im vorderen Teil haben wir oben links der Speed Indicator und die normalen Fluginstrumente wie Höhenmesser. Die Zündung respektive die beiden Magnete sind mit diesem schwarzen Schalter unten off, left, right und both zu bedienen. Dann hat es noch einen künstlichen Horizont, Vertical Speed Indicator, die Suction für den Unterdruck für die Instrumente. Unten das Panel, das ist nicht mehr in Betrieb, das ist für die Bomben. Und unten die roten Hebel, das ist der Fuel Selector. Respektive links davon der Fuel Shutoff, wo das Benzin ganz abgestellt werden kann. Rechts oben sieht man den Einspritzdruck oder den Manifold Pressure, wie man auch sagt, in Inch Mercury. Unten ist die Drehzahl des Propellers und noch weiter unten sind Öldruck, Benzindruck und Öltemperatur. Weiter rechts davon sind die Schalter für die Batterie, also der Battery Master. Dann hat es noch eine Pitot-Heizung. Weiter hinten sind noch die Sicherungen. Das ist mal das Wichtigste, um die Mustang zu operieren. Na, dann geht's los. Wir gehen in die Luft. Sehr einfach, genau wie die Harvard T6. Sie hat ein gelenktes Heckrad
welches mit einem Pin arretiert wird. Wenn man den Knüppel ganz nach vorne stoßt, dann ist das Heckrad entriegelt und man kann die Mustang an Ort und Stelle drehen am Boden. Die Sicht ist durch die lange Nase natürlich eingeschränkt, sodass man auch in Schlangenlinien rollen muss. Jede fliegt sich natürlich ein ganz wenig anders. Die Mustang ist im Vergleich zur Spitfire eine ganz stabile, ruhige Plattform. Die Steuerinputs sind sehr direkt und man braucht schon wesentlich mehr Kraft, um die Mustang zu fliegen. Sie liegt viel stabiler in der Luft. Vor allem um die Querachse ist die Kontrolle sehr schön harmonisch ausgelegt. Zu Beginn mit rund 200 Knoten unterwegs und machen ein paar Tiefflüge. Wir besuchen da einen Damm, wo sie früher mit der Lancaster die Dämme versucht haben zu sprengen mit speziellen Bomben. Das war noch geschichtlich sehr interessant. Im Vergleich zu Spitfire ist die Mustang viel einfacher zu fliegen, weil sie stabil ist. Das Cockpit ist geräumiger, also für den Piloten bedeutet das mehr Platz. Es ist komfortabler, übersichtlicher. Die Bedienelemente sind wesentlich einfacher zu erreichen. In der Spitfire muss man das schon fast blind machen, weil man da gar nicht runtersehen kann oder sich seitlich bewegen kann. Ja, so Flüge in der Mustang, das ist schwierig in Worten zu beschreiben. Deshalb lasse ich jetzt mal den Sound und die Musik und die Bilder spielen und hoffe, die Emotionen von so einem Flug kommen gut rüber.
Zugang ist eine Rakete zum Fliegen. Wir sind hier schon mit 270 Knoten unterwegs und fräsen da über England. Das Gefühl ist wirklich wunderschön. Und im Vergleich zu Spitfire geht die Mustang schnurgerade aus. Die Spitfire ist aber besser im Kurvenflug. Da kann man wirklich ganz enge Haken schlagen aufgrund vom Profil. Wir sind wieder im Flughafenbereich und bremsen die Mustang ab auf die zulässigen Geschwindigkeiten, um Klappen und das Fahrwerk zu fahren, und bereiten uns für die Landung vor. Fliegt man zuerst so mit 120 Knoten an und dann reduziert man langsam auf 110 Knoten für den Endanflug. Was lässt sich abschließend sagen zur Mustang? Sie ist eine Klasse für sich, sehr stabil, sehr schnell, sehr einfach für den Piloten zu fliegen. Die Harvard ist da viel lebendiger und also wenn man die Harvard beherrscht, dann beherrscht man auch die Mustang. Die Spitfire ist sehr eigen, ist britisch, anders von der Ingenieurskunst natürlich her, anders von der Verarbeitung, viel graziöser und viel feiner zu fliegen als die Mustang. Und ich habe da auch natürlich mit einigen anderen Warbird-Piloten gesprochen, die sagen alle das Gleiche. Um Strecke zu machen, um einfach einen Plauschflug zu machen, ist die Mustang bevorzugt. Für ein Display oder für etwas Schönes ist die Spitfire zu bevorzugen, aber sie ist viel anspruchsvoller aufgrund der Technik. Ich hoffe, euch hat dieser Flight Report aus dem Cockpit Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Abonniert den Kanal, das hilft uns, diese Flugzeuge in der Luft zu halten. Vielen Dank! Ja, das ist so, ja.